Hallo, liebe Freunde der unterhaltsamen Gewalt und herzlich willkommen bei Spyro Reignited Trilogy, Year of the Dragon. Vorm Versteck der Zauberinnen, das wir uns jetzt begeben werden, um ihr zu zeigen, dass das, was sie tut, nicht gut ist. Das wird ein epischer Kampf, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Schätze ich zumindest. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, womit sie aufwartet. Aber das werden wir sehen. Mach dich auf was gefasst, Zauberin! Ja, so sollte es sein. Hallo, na? Okay, also das nützt nichts. Aua. Ach, guck an. So wird das laufen, okay. Also ich denke mal, ich werde das noch eine Runde üben müssen. Aua. Das ist aber ganz interessant eigentlich. Hier sind quasi fiktive Kanonen, mit denen wir sie treffen könnten. So. Aua, aua, aua. Ich bin aber zu schlecht dafür, weil die Kanonenkugeln Gravitation haben. Okay, damit haben wir einmal getroffen. Krass. Und was macht sie jetzt? Das sieht irgendwie böse aus. Hallo. Ihr übliches, ich hau mal auf den Boden. Also bislang wirkt sie noch gar nicht so gefährlich. Das hier sieht jetzt schon schlimmer aus. Das sieht so ein bisschen nach Schluck, glaube ich, aus. Aua! Da war sie schneller als ich. Ich habe nichts gesagt. Genau, die Schafe sind eigentlich ganz nett. Da haben wir nämlich doch einige von. Das ist ganz gut. Aua, Mist. Aber wir kriegen natürlich hier das größte Kriegsgerät von Agent 9 gestellt. War hier nicht ein Schaf irgendwo? Ja, das hier hätte ich aber gern eigentlich. Aua, nein, ach. Ist doch Unsinn. Kriege ich denn auch mal wieder eine Waffe? Genau, das wäre ganz cool. Weil mit denen kann ich nur was tun. Uah, nein, ach, bin ich da reingelaufen. So, da habe ich noch ein Schaf. Bitte, bitte mitnehmen. Sparks, schnapp's dir. Zumindest auf dem blauen Level sollten wir schon sein. Finde ich. Ich kann doch das Teil nicht steuern, Alter. Wow.
Haben wir sie denn nochmal getroffen damit? Ich meine, man muss eigentlich ja nicht das... das Gerät so lange ausreizen, bis die Alde uns trifft. Das kostet nämlich immer Leben. Warum sie überhaupt nochmal draufschlägt, verstehe ich nicht. Wo schießt sie denn hin eigentlich? Aber irgendwie hatte ich sie mir gefährlicher vorgestellt, allerdings rechne ich noch mit einer zweiten Phase. Dann, wenn wir sie initial mal... Und... Aua, der Feuerball verfolgt mich. Nein! So, genau. Sparks hätte ich nämlich gern mal wieder gehabt. Übertreibt ja überhaupt nicht die Gute. Nimm mit. Also wir schlagen uns nicht schlecht, aber wir sind extrem langsam. Hui! Was macht die denn? Oh nein! Das war natürlich außerordentlich ungeschickt. Sagen wir so. Autsch. Come to me. Ich heil mal grad, ne? Nicht heul, sondern heil. So. Heilen von hier, ne? Gesund werden und so. Genau, sobald ich mich auf so ein Ding steige. Ach. Nein. Oh nein. Ich sehe mich jetzt schon verlieren, obwohl wir so kurz davor sind. Das hat, glaube ich, Agent 9 für uns abgeschossen. Was eigentlich ganz nett von ihm war. Wow. Das hat doch, war doch anstrengender, als ich gedacht hätte. Aber wir haben gewonnen. Keine zweite Runde, nix. Und George gerettet. Spyro, du hast eine Zauberin besiegt, Dracheneier gerettet und die verlorenen Drachenwelten befreit. Was kommt als nächstes? Vielleicht ein schöner Urlaub am Drachenufer? Hm? Du bist manchmal echt ein Komiker, Bentley. Ich muss erstmal die restlichen Dracheneier finden. Und Jäger ist scheinbar auch wieder verschwunden. Also muss ich sehen, ob er im Schlamassel steckt. Du hast ihn nicht gesehen, oder? Hä? Ich? Oh, nein, nein. Aber wenn ich ihm über den Weg laufe, werde ich dir natürlich sofort Bescheid geben. Das ist echt komisch, Spyro. Avalars Portale sollten mich in die Drachenwelten bringen, aber ich bin hier gelandet. Vielleicht sind meine Koordinaten veraltet. Ja, um 1000 Jahre. Das würde erklären, warum das Buch so billig war. Da du jetzt mit Weltretten wieder fertig bist,
kommst du und besuchst mich mal in Avala? Klar, Elora. Aber erst suche ich die restlichen Eier und, tja, Jäger ist wieder verschwunden. Sagtest du? Jäger? Tja, ich hab gesehen, wie er fortgeschlichen ist mit... Agent 9, ist das nicht ein Rhinox da hinten im Gebüsch? Ein Rhinox? Puh, den schnapp ich mir. Du legst dich mit mir an, Rhinoxchen. Dann setz es was. Komm schon, verstecken gilt nicht. Ich bin sicher, Jäger ist in guten Händen. Ich meine, er taucht auch sicher bald wieder auf. Versprich, dass du bald nach Avala kommst, okay? Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst den Elch nicht ärgern? Das war Billys Idee, Hem. Ja, ja. Ist das wahr, Billy? Einen Moment, Billy. Spyro, schön, dich zu sehen. Hi, Sheila. Ich suche schon den ganzen Tag nach Jäger. Hast du ihn gesehen? Sorry, Spyro. Ich habe Jäger versprochen, nicht zu sagen, wo sie sind. Sie? Von mir hast du nichts erfahren. Oh nein, oh nein, 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 nein. Das ist traurig, Sparks. Ein weiterer edler Krieger ist der Liebe zum Opfer gefallen. Schau einfach weg. Tja, ich schätze, wir müssen die restlichen Eier selber finden. Na los, Sparrow. Mach eine Pause. Sieh dir die Show an. Süß. Ist wirklich schön. Also jetzt nochmal am Ende auch nochmal so ein bisschen was zusammengebracht. Nochmal eine schöne Anspielung an die ersten Teile. Wirklich schön. Nein, es hat mir auf jeden Fall riesigen Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, die ersten drei Spyros sind für mich immer noch Nostalgie pur. Und dieses Remake wird dem Ganzen echt gerecht. Der Style ist echt schön geworden. Und ja, ich freue mich einfach. Ich überspringe trotzdem die Credits. Denn zwei Eier fehlen uns noch. Zwei? Wieso zwei? Nein, sehr schön auf jeden Fall. Wir haben jetzt natürlich alle drei hintereinander gespielt, aber immer noch eine geniale Reihe, die das Remake definitiv oder das Remaster oder was auch immer, wie man das auch nennt. Ich bin kein Experte, ich spiele nur Spiele, Mann. Auf jeden Fall verdient hatte. Finde ich. Ach ja, zwei Eier, weil uns fehlt ja noch die Sparks-Welt. Immer noch kein super goldener Sparks. Ich mach mal Folgendes, ja? Ich reise nochmal schnell zum Abendsee. Weil da müssten wir die Kraft bekommen haben. Und ich rede nochmal mit Zoe. Weil irgendwie habe ich... Also ich glaube, ich habe die Kraft nicht verstanden oder wie auch immer. Ich habe auch, das muss ich dazu sagen... Huppala, jetzt bin ich voll ins Mikrofon gestoßen. Ich habe auch noch keine Möglichkeit gehabt, das mal irgendwie nachzugucken. Beziehungsweise ich habe es auch vergessen zwischendurch. Ja. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal hier so ganz spontan. Quasi live in der Aufzeichnung. Genau, die Sparks-Welt war auf dem Turm, wenn ich mich nicht irre. Klettern ist langweilig, man kann auch springen. Genau, hier oben haben wir sie doch. Als ich den Stachelrochen sah, dachte ich, du wärst erledigt, Sparks. Aber du hast es ihm gezeigt. Und jetzt hat dich die Magie aus dem Ei noch stärker gemacht, sodass du einen weiteren Schlag für Spyro einstecken kannst. Moment. Heißt das, ich habe die ganze Zeit ohne diese Kraft gespielt, weil diese... Wow. Weil das nicht gespeichert hatte, nachdem ich die Kraft bekommen habe, sondern davor und ich beim Wiederanfangen und Anmachen des Spiels
hier gelandet bin und das nicht nochmal getriggert hat und ich nochmal hätte da hochgehen müssen dafür. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Dann wäre der Endkampf doch jetzt viel einfacher gewesen und die Level, wo ich die ganze Zeit gestorben bin. Ich habe mich schon gefragt, was das ist und was das soll. Ah! Ja. Grandios, wirklich grandios. Das kommt davon, wenn man nicht beim Ausmachen immer speichert, sondern sich darauf verlässt, dass das Spiel das schon macht. Nach jedem wichtigen Step. Ja, am Arsch. Ja, Entschuldigung. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Wir hätten die gesamte Welt, hätten wir mit der Kraft spielen können und haben wir nicht. Naja. Ja, jetzt haben wir hier auch einen goldenen Sparks. Also einen super goldenen Sparks. Also einen super mega goldenen Sparks. Naja, okay. Dann Sparksy-Line. Vielleicht nützt dir die Kraft ja was in deiner eigenen Welt. Denn die betreten wir jetzt noch. Kurz bevor du der Zauberin in ihren hässlichen Riesenhintern getreten hast, hat sie eine Fabrik für Roboterkäfer gebaut. Sie sollen gegen Sparks kämpfen, aber sie haben wohl keine Chance. Ja, Roboterkäferfabrik Sparks-Welt-Gedöns. Oh, ich habe gar nichts zu trinken mitgenommen, glaube ich. Hups. Dann werde ich mir das wohl nach der Folge mal holen müssen, wa? Genau, dann werden wir nämlich in der Folge, ob wir es zu Ende kriegen, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall mal hier Sparksy Lines Welt machen. Ist das dein Ernst, Alter? In dich muss ich doch bestimmt reinfliegen, oder? Ich kann nicht schießen beim... Okay. Oder man macht es einfach so ganz hinterhältig, wie ich bin. Na gut. So ging das, ne? Ja. So, ein paar Roboterkäfer kaputt machen. Da sind gerade noch welches gespawnt und da ist irgendwas Großes. Eine große Roboter... Käferroboterfabrik. Also eine Käferroboterfabrik quasi. Ich rechne damit. Okay. Genau, einfach wenn es außerhalb des Bereichs ist, einfach drauf schießen. Hey! Lässt du das wohl sein? Ja, kann ja wohl nicht dein Ernst sein hier. Aua. Und dann jetzt noch nach links, genau. Und jetzt schießen wir noch die Roboterfabrik kaputt. So, einmal den und einmal den. Ah, das ist ein Schild. Das merkt man leider immer so spät, ne? Weil mit so einem Schild kriegt man die Viecher ganz gut kaputt, ohne dass man sich anstrengen muss. Ah, der verliert nur den Schlüssel, okay. Okay, das war ist es nicht. Ich lass mich doch nicht verarschen hier. Freund. Bevor du nämlich hier einen Abgang machst, schieße ich dich einfach kaputt. Hey. Das ist aber nicht die feine englische Art. Eben wart ihr noch eingesperrt. So, Also, dass die auf einmal so spawnen, ist aber auch nicht schön. So.
Ach so, hier ist gar nichts. Ah ja, doch, ich wusste es doch. Uah! Autsch, nein. Ist ja wohl mal gut jetzt hier. Ja, nicht gut, nicht gut. Hatten wir nicht oben noch einen Heilschmetterling irgendwo? Einen heilenden, einen gut aussehenden. Jawohl, hatten wir. Allerdings auch schon wieder so ein grünes Ich-Strampel- und Hampel-Rumpfvieh. Uah! Was ist das denn? Warum geht das denn einfach auf? Ach. Eieiei. So, davon haben wir jetzt noch ein Tor. Genau, da ist es. Zum Glück inklusive heilenden Schmetterling. Den können wir gut gebrauchen. So, dann fehlen uns noch 30 Edelsteine, würde ich schätzen. So, die Tür ist... Ah ne, das war die andere Tür. Ich dachte, da wäre noch eine Tür gewesen, aber das stimmt nicht. Das war nur der eine Eingang hier und dann ging es da aber nochmal weiter. Genau. So, schon einmal hier ein bisschen aufpassen und ein bisschen vorschießen, genau. Denn die Viecher kommen gleich wieder aus allen Ecken. So, dann haben wir nicht das Problem, dass wir aus zwei Ecken beschossen werden, sondern nur noch aus einer. Gut jetzt hier. Mein Schlüssel. Geh weg. So. Was habe ich gesagt? Ach, wir haben schon mal alle Edelsteine. Guck, da müssen wir eigentlich nur noch den Boss hier besiegen. Ah, das wird ja ein Kinderspiel. So. Also wir haben auf jeden Fall schon mal gut getroffen. Ja! Jetzt sind es ja zwei. Nein. Die ganzen Roboterkäfer auf den Rängen, die da zugucken, ne? Hä, wo kam das denn jetzt her? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Der hat geschossen wahrscheinlich, ne? Genau das da. Ach, guck an. Okay. Man muss die Dinger also kaputt schießen, sonst gehen die wieder an und haben wieder mehr Widerstandskraft. Jawohl, genau. So muss das sein. Dann machen wir jetzt einfach mal einen regulären Kampfstil und nicht den üblichen, ich fahre seitlich herum, weil das dauert zu lang. Wenn der Schaden nicht dauerhaft ist, sondern sich heilt, ähnlich wie bei den Drachen, die wir hatten, gegen die wir mit Spyro gekämpft haben, ist das dumm. So. Annabelle! Jawohl, ja. Damit haben wir auch dieses Level abgeschlossen. Schauen wir mal, welche Fähigkeit wir diesmal bekommen, die wir jetzt nicht mehr benutzen können. Oder die jetzt einfach keinen Wert mehr hat. Na? Denk dran, Sparks kann Schatzkisten aufbrechen und das Handbuch benutzen, um dich in beliebige Level zu warpen. Sparks kann jetzt Schatzkisten aufbrechen? Cool. Ist jetzt nur nicht mehr relevant. So, ich denke mal, das hier wird die letzte Folge sein. Aus dem Grunde machen wir einfach eine lange draus. Bevor ich das jetzt wieder aufteile. Wo geht's jetzt hin? Äh,
Okay. Hä? Was zum... Ich hab gedacht, die goldenen... also, jetzt bin ich überfordert. Ich dachte, die goldenen Dinger sind für was anderes, nämlich, dass sie mich wieder in die Luft schießen und dann kann ich hier so schön rumgleiten oder so. Ja, also was wir jetzt auf jeden Fall noch brauchen, ist nämlich den guten Geldsack. Denn der hat noch ein paar Edelsteine von uns. Ja, ich weiß jetzt gerade auch nicht. Da oben ist goldenes Dach. Hui! Okay, also. Uns fehlt auf jeden Fall noch ein Ei. Ach, da hinten, guck mal. Da steht er. Und eine Menge Edelsteine. Und es wird mir eine Freude sein, mein Guter. Keine Sorge, Spyro. Ich brauche kein Geld mehr von dir. Jetzt guck nicht so überrascht. Ich habe ein Drachenei gefunden und werde es in Avalar für ein Vermögen verkaufen. Wieso siehst du mich so an? Ich muss jetzt los. Tschüss. Seht ihr, wie er rennt? Seht ihr, wie die Edelsteine steigen? Seht ihr, wie befriedigend das ist? Bleibst du wohl stehen? Hua! So, also wir holen uns jetzt unser gesamtes Geld zurück. Unser lieber Geldsack. Weil du nämlich ein Drachenei hast und das ist für uns genug Grund, um dir in den, ja, Geldsack zu hauen, sodass die Edelsteine wieder rauskommen. So, also auf 15.000 müssen wir, glaube ich, hoch. Also ein paar fehlen noch. Mist! Doppelmist! Mist, 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 Mist! Ich hätte nie gedacht, dass Drachen so schnell sind. Es reicht, ich gebe auf. Ich setze mich in den spukenden Sümpfen zur Ruhe und dichte Haikus. Hallo, Al. Ja, das ist eine gute Idee, mein Freund, dass du Haikus dichtest. Ciao, ciao. Das sind aber die Kristallinseln, mein Freund, nicht die spukenden Sümpfe. Aber macht ja nichts. Ja, so. Wir sind bei 149 und bei 15.000, Freunde. Ich würde sagen, das langt für... die Super-Bonus-Runde, was auch immer das heißt. Ich muss mal gerade noch ein paar Leben farmen hier. 42, sehr schönes Abschlusslevel für Leben, finde ich. Wir reisen jetzt nach Super-Bonus-Runde mit unseren 15.000 Schätzen und unseren 149 Eiern. Und schau mal, was das heißt. Also eigentlich müsste es ja noch ein Ei geben, ne? 15.000 und 150 Eier.
Das wäre ja irgendwie logisch. Also zumindest schön rund und alles. Oh, ich glaube, das ist... Hallo, Bianca. Hey, du hast es geschafft, Spyro. Jäger war etwas in Sorge, als du losgezogen bist, um dich mit der Zauberin anzulegen. Aber ich wusste, du besiegst sie. Dankeschön. An diesem Ort hat die Zauberin ihre Schätze aufbewahrt. Aber nachdem sie besiegt war, haben Diebe die Schätze gestohlen. Wenn du die Diebe fangen kannst, kannst du die Schätze gerne behalten. Oh, übrigens, Jäger ist auch hier irgendwo. Er hat den ganzen Tag an einem neuen Spielzeug gebastelt und will es jetzt vorführen. Geh und such ihn. Okidoki, Bianca, machen wir. Also, wir haben wieder ein Level im Style des ersten Bonus-Levels, glaube ich. Also vom ersten Teil, meine ich. Ich meine nämlich, da war es auch schon so, dass wir nochmal unheimlich viel... nochmal unheimlich viele Schätze sammeln konnten. Wahrscheinlich stocken wir dann auf 20.000 auf. Das ist ja auch nicht schlecht, würde ich sagen. So. Überall liegt hier irgendwie Zeugs verstreut. Hier haben wir dann wieder Tore, wenn man die erst aufgehen, wenn wir eine bestimmte Menge an Edelsteinen haben. So. Ja, ja, ist ja gut. Dich... Jetzt sind wir hier in dem Bonus-Level noch gestorben. Freunde! Einspruch, euer Ehren. Darf ja wohl nicht wahr sein. Ach, Mann. Na gut, dann nehmen wir diesen einen Trost-Edelstein noch mit. Wir haben tatsächlich ein Leben verloren. Ich fass es nicht. Ich dachte, das ist jetzt so ein Bonus-Level. So, ja, hey, du hast so viel cooles Zeug gemacht. Du hast alles gesammelt. Hier, jetzt hab Spaß. Ja, nix hab Spaß. Das heißt, hier nochmal hart arbeiten müssen, um... Wofür auch immer. So, dich kriegen wir auf jeden Fall. So viel ist klar. Die Frage ist nur wann. Ja, da habe ich den falschen Knopf gedrückt, sonst hätten wir weiterlaufen können. So, mein Freund. Zwar habe ich auch wieder den falschen Knopf gedrückt, aber ich habe dich getroffen. So, damit sind wir dann nämlich bei der Hälfte von dem, was wir für diese Tür da brauchen. So. Bling, 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 bling. Also das wird aber noch eine Weile dauern, wenn wir hier 16.000, 17.000, also ich weiß ja nicht wie viel tatsächlich. Also 17.000 ja auf, wow, auf jeden Fall. Das könnte noch ein Weilchen dauern. Da ist noch so ein Viech. Ja, 20.000, dachte ich mir doch. Das kann, das wird dauern. Da sind noch zwei gleich. Okay. Und ich schätze mal, danach werden wir irgendwie fliegen können und müssen dann die... Hey. Ach, das ist so einer. Nett. Werden dann die UFOs noch jagen müssen. Aha, okay. Also hier schon wieder so ein... Rundgang. So, und den auch noch, dann haben wir die 16.000 doch. Ups, wo kommen die jetzt her? So.
Ach, hi, Jäger. Hi, Spyro. Hast du Bianca gesehen? Sie hatte Angst um dich, als du losgezogen bist, um mit der Zauberin zu kämpfen. Sie wollte es sich nicht anmerken lassen, aber sie war ganz krank vor Sorge, bis du heile zurück warst. Ich habe ein altes U-Boot repariert. Willst du vielleicht eine Runde drehen? Lust auf U-Boot fahren? Ja. Toll. Komm an Bord. Also jetzt werden wir noch mal ein paar Gefährte ausprobieren, oder was? Ach ja. Genau, ja. Oh je. Na, schade, da haben wir irgendwie einen Balken getroffen oder sowas. Den haben wir. Den haben wir. Hey, ich sehe dich doch. Nee, tue ich nicht, okay. Da kommt aber recht wenig raus, aber wir kriegen trotzdem die 17.000 jetzt fast voll, weil wir nur noch 1.000 brauchen und nicht wie eben 2.000 mehr. Jawohl. Sieben von sieben. Okay, dann können wir ja wieder hier raus. Schätze ich. So. Dann können wir die gegenüberliegende Tür nehmen. Schau dir das mal an. Das hier ist die schnellste Turbo-Snowboard-Piste der Welt. Den Rekord halten die 6 Super-Yetis mit ihren aufgemotzten Schneerutschern. Ich wette, du kannst es mit ihnen aufnehmen. Wenn du gewinnst, bekommen wir einen ganzen Haufen Schätze. Wenn du verlierst, muss ich die Piste sauber lecken. Na, bereit fürs Rennen? Naja, wenn du das machen musst. Nur nicht verlieren, sonst ist meine Zunge Eis am Stiel. Ah ja, genau. Also es ist jetzt wieder so ein Skateboard-Rennen, nur ohne Skateboard. Ja. Das wird ja spaßig werden. Oh nein. Oh nein. Nach. Naja, es ist, ich bin auf einem Skateboard quasi, ne? Ah, nee, Leute. Also einen Yeti haben wir ja anscheinend schon überholt, sonst wären wir ja nicht Fünfter. Aber trotzdem bin ich ja jetzt gar nicht mal so großer Fan von, was wir hier machen. Wow. Wow. Also ich bin so weit weg von den Power-Super-Yetis, das hat ja überhaupt gar keinen Sinn, hier noch irgendwie irgendwas Ach ja, schon wieder. Warum bin ich jetzt Dritter? Kann mir das einer erklären? Ich bin doch super schlecht. Naja, soll ich trotzdem einfach mal schießen? Das nützt ja nichts. Dann schieße ich ja einfach
nirgendwo hin. Jetzt bin ich Zweiter, oder wie? Kann man hier verlieren? Das ist die große Frage. Also, ich mache das ja schon echt gut. Ich gebe mir richtig Mühe zu verlieren. Aber wie kann es denn sein, dass ich keine Yetis sehe und Zweiter bin? Sind die Yetis jetzt unsichtbar oder so? Vielleicht. Jawohl! Du hast sie dastehen lassen wie von Frostbeulen geplagte, plattfüßige, sirupflürfende, Bleihosen tragende, schielende Gletschertrolle mit Sperrholzbrettern auf Sandpapier. Noch dazu haben wir was Nettes gewonnen. Okay. Ja, kann man mal mitnehmen. Okay. Wir haben hier noch nicht alles, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß gar nicht, ob da oben noch was liegt. Das wird jetzt noch ein bisschen merkwürdig. Wir müssen jetzt hier alle möglichen Strecken... Was war... Warum? Wegen der Wand da, oder was? Oh, Mann. So, genau nach da oben. Doch, den haben wir noch gekriegt. Sehr schön. Danke, Sparks. Danke, dass du so gut bist. Du bist so gut zu uns. Genau. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir hier auch schön alles mitnehmen. An Edelsteinis. Innerhalb des Rennens kann ich anscheinend nicht bei Sparks mal nachfragen, wie es denn ausschaut. Eigentlich bin ich gesprungen. Gibt da so einen Sprungknopf, da macht man hier den hier. So, hier haben wir soweit alles, wie es aussieht. Hier sind wir, glaube ich, noch gar nicht lang gefahren, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Da oben waren wir vielleicht nicht, weiß ich nicht. Und ich bin eigentlich der Meinung, da oben liegt nämlich noch was, jawohl. Genau, da oben liegt noch auf jeden Fall was. Machen wir mal ein paar Tricks. Um so ein bisschen Boost zu kriegen, um da hinten dann gleich Fullspeed die Rampe hochkommen zu können. Wobei wir jetzt auch hier eigentlich hätten eine Abkürzung nehmen können, ne? Naja. Was? Okay, jetzt, spätestens jetzt, bin ich völlig verwirrt. Was war das denn? Da sind wir jetzt gerade die Wand hochgefahren, oder wie? Na, ich weiß auch nicht. Dann nehmen wir halt den hier mit. Dann sind wir nämlich hier oben. Sammeln die zwei noch ein. Und ja. Also hätte ich gewusst, dass es hier so lange dauert, hätten wir es doch in zwei Folgen teilen können. Aber was soll's, dann habt ihr jetzt halt am Ende eine Riesenfolge irgendwie. Mir jetzt auch egal. Euer Problem, nicht meins. So. Machen wir hier einen Abgang. Nein, ich will hier nicht hin. Rennen beenden. Sparks sagt, da ist noch was. Wenn Sparks sagt, dann müssen wir nochmal gucken fahren.
Wäre auch zu einfach gewesen, wenn wir es schon geschafft hätten. Hui! 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 Aua! Hui! Ach nein! Ach Freunde. Ich bin einfach nicht gut in sowas. Definitiv nicht. So! Das war ja knapp. Dabei geht es nur um diesen blöden Fünfer hier oben. So, jetzt können wir das Rennen beenden. Hoffe ich. Ja, denn Sparks zeigt in das Tor. Die 18.000 haben wir ja jetzt auch. Oder 18.500 braucht man, glaube ich, ne? Für das nächste Tor, was ich noch im Kopf habe. Wo das war, weiß ich noch nicht. Hier ist auf jeden Fall eins. Und hier, genau, hier ist der Powerpunkt. Feuer und Fliegen. Und der hält ganz schön lang. Für immer fände ich besser. Aber ich sag mal, bei der Dauer kann man sich jetzt auch nicht richtig beschweren, nicht wahr? So, hier ihr Schaf-UFOs oder was auch immer ihr seid. Genau, hier, wo bist du? Na, 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 na. Also dein Ernst? Einfach so an mir vorbei zu schwirren. Dich kriege ich aber auch noch. Uah! Wenn ich hier nicht an irgendwelche unsichtbaren Wände stoße. Jawohl. Uppala. Da wären wir ja fast gelandet. Das geht ja mal gar nicht. So. Das war das eine Tor. Ich mach mal eben Abstecher, ne? So, da hinten habe ich eins gesehen. Etwa auf Bodenflughöhe, so hier so. Na, es muss ja aber... Ja, das wird so einen gemacht haben müssen. So. Und eines fehlt jetzt noch. Wenn wir das haben, sollten wir die... Ach, da hinten. Sollten wir die 20.000 vollkriegen. Ja, genau. Die 5.000 haben wir. Damit sind wir die 20.000 voll. Und jetzt gibt es noch irgendwo ein Tor. Das muss ich jetzt nur noch finden. Hier oben. Ach so, nee, das ist nur so ein... Was? Nur so ein Durchgang. Bist du das 20.000er Portal? Oh ja, da ist nämlich nochmal die Zauberin. Keine Ahnung, wie sie das geschafft hat, Spyro. Aber die Zauberin hat den letzten Kampf überlebt. Sie hat die ganze Zeit hier gewartet und ihre Magie für dich aufgespart. Die besten Chancen auf einen Sieg hast du mit meiner fliegenden Untertasse. Ich habe ihr zusätzliche Feuerkraft und unbegrenzte Flugzeit verpasst. Der Rest liegt an dir. Du bist so weit gekommen, Spyro. Das schaffst du auch noch. Das hoffe ich. So, junge Frau.
Wie viel Genugtuung ist das jetzt hier? Aua. Na, dann nützt uns ja, dass Sparks mehr Leben hat. Auch nochmal. Also es ist definitiv nicht so aufregend wie der andere Endkampf. Aua. Aber sie trifft doch schon ganz gut. Na komm schon her. Ich meine, dass sie rausgekrabbelt ist, haben wir ja gesehen. Aber man muss immer nur genug vorhalten, dann trifft man sie auch. Yin Yang. Ach, es sind zwei in einem Ei gewesen. Wie süß. Süß. Ja, damit sind wir jetzt aber durch. Schon wieder Credits. Und auch diesmal werde ich sie überspringen. Ja. Ich glaube, wir haben es, wa? Hat ein bisschen länger gedauert, die Folge. Entschuldigung. Wenn ich es gewusst hätte, ich habe es nicht gewusst. Ja. Aber wir haben es geschafft. Wir haben Spyro noch einmal durchgespielt. Diesmal in einem Rutsch und in schönerer Grafik. Und ich freue mich sehr. Das habe ich aber eben schon mal gesagt in dieser Folge. Und deshalb, je nachdem, was jetzt hier passiert, wahrscheinlich nichts mehr. Genau, würde ich mich von euch verabschieden. Naja, fast, Moment. Mich wie immer fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, dass ihr auch Spaß hattet, auch wenn das jetzt sehr viel Spyro war. Aber ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt, bis auf so ein paar Stellen. Und ich hoffe trotzdem, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann vielleicht beim anderen Let's Play wieder. Ich habe in der Beschreibung immer noch die Playlists für die alten drei Teile verlinkt, falls jemand das nochmal einen Grafikvergleich anstellen möchte und gucken möchte, ob ich an den gleichen Stellen versagt habe wie damals. Und ansonsten verabschiede ich mich nun von euch als Spyro und wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!